Zum Frühstück gibt's Bananensprossen, also Bananen und Sprossen. Das sind ungefähr 600 bis 700 Kalorien, was man hier sieht. Also, das gibt's jetzt. So, jetzt gibt's einen Salat mit ungefähr 500 Kalorien. So, jetzt nochmal 400 Kalorien durch Orangen. Das hat zwei. So ein Smoothie, das ist doch wie so ein Aquarium. Unten halt der Sand, dann die, also das ist ja das Proteinpulver, dann kommen die Pflanzen, das ist das Weizengras, das Wasser ist klar und die Fische, das ist das Obst. Sehr geil. Achso, das gibt es jetzt zum Frühstück, ein Smoothie. So, ich ziehe mir jetzt drei von den vier Scheiben rein, weil eine ist absolut ungenießbar. Selbstgemachtes Rohkostbrot, eine Scheibe ungefähr 250 Kalorien. Das heißt, 750 Kalorien werden jetzt in meinen Schlund wandern und ja, da werde ich wahrscheinlich auch erstmal satt seine Zeit. So, der Morgen startet auswärtig und ich werde hier beköstigt mit einem, weiß ich noch gar nicht genau, was es so, wie die, doch, Green Smoothie Bowl heißt das. Und auf jeden Fall, da ist gefrorene Bananen und Dattelpaste, gekeimte Buchweizen und was auch immer, sind auf jeden Fall insgesamt 500 Kalorien, denke ich mal. So, ich habe jetzt ein Blech oder esse noch ein Blech von dem Tupinambur Chips, also in ungefähr 200 Kalorien. Und danach werde ich ungefähr noch ja, 3-4 Bananen essen, 400 Kalorien. Also denke ich mal 600 Kalorien drauf, sind wir ungefähr bei 1100 Kalorien jetzt. So, das sind jetzt 200 Kalorien an Mandarinen. So, ich fülle jetzt bis 1800 Kalorien auf mit diesen Jaffa-Orangen. Also jetzt nur zwei, aber wie gesagt, ich fülle das bis 1800 Kalorien heute auf, um wirklich auch mal die 1800 Kalorien zu essen. Ja, wo ich denke, das passt. Und wie gesagt, bisher kein Hungergefühl und tendenziell fast ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Aber na, mal sehen, auf jeden Fall, jetzt gibt es die Jaffa. So, der Tag startet wieder mit einem Smoothie. Drin ist ja, Petersilie, Bananenschalen, dann Äpfel, dann die zugehörigen Bananen. Ich habe nämlich die Bananenschalen erst weggeschmissen und dann habe ich mich wieder daran erinnert, dass Mensch, wenn du einen Smoothie machst, Bananenschalen, wenn die schon eine optimale Reife haben, also so wie die Schalen, dann sollte man die auf jeden Fall, oder könnte man die auch auf jeden Fall mitnutzen. Und das letzte Mal war kein negativer Effekt. Dann habe ich nochmal gegessen, war auch kein negativer Effekt. Also solange keine negativen Effekte eintreten, esse ich die weiter. Dann ist Grünkohl drin, dann Himbeeren, dann Weizengras aus dem Garten. Dann ist hier Sun Warrior Reisprotein drin. Eine Kurkuma-Knolle ist drin. Ungeschälter Hanfsamen ist drin. Sesam ist drin. Jo. Das dürfte ungefähr gewesen sein. Auch eine Grapefruit ist mal mit drin, weil ich habe jetzt 55 Kilo Grapefruits bestellt und die müssen alle. So, jetzt wandern 100 Kalorien in meinen Magen. Und da sind einfach so 500 Gramm Tomaten. Denke ich mal, ungefähr 500 Gramm. So eine Schale. So, jetzt esse ich noch 5 Bananen. Und damit sind wir dann ungefähr bei 1200 Kalorien heute. So, ich hatte zwischendurch noch einen Salat gegessen, den ich leider nicht aufgenommen habe. Und leider habe ich auch nicht geschaut wegen Kalorien. Ich vermute mal, dass das ja, mit dem Öl zusammen vielleicht so 400 Kalorien gewesen sind. Und ja, jetzt habe ich schon Mandarinen gegessen und esse auch weiter Mandarinen, jetzt die ihr hier seht. Und also ich würde sagen, summa summarum, ich werde heute die 2000 geknackt haben. Also ich denke mal so, na, 2000 Kalorien sind es wohl heute schon gewesen. Und na, ich habe das Gefühl, dass ich auch noch Hunger habe. Also so langsam, also ich denke mal, das Kalorien erzählen nervt natürlich mich ein bisschen, aber ich glaube auch so langsam ein Gefühl dafür zu entwickelt haben, dass es eben nicht 1600 Kalorien auch sind. Ne? Ich merke das dann immer, wenn ich dann so 1400, 1600 esse, dass ein Tag drauf dann ein bisschen mehr. Also die 1800, das ist so mein Grundgefühl. Ich werde jetzt die Woche jetzt wirklich nur zu Ende machen und werde morgen dann wirklich versuchen, exakt auf die 1800 mal zu kommen und zu schauen, wie es ist. Und ja, und dann auch das Experiment dann wahrscheinlich auch beenden, um mit dem Gefühl zu haben, okay, es sind nicht 2-3, sondern 1.800 ungefähr. Aber naja, wir werden morgen abwarten und dann werde ich ein Resümee machen. Und dann werde ich das Experiment auch beenden und ganz normal mein Food Diary wie auch sonst machen, weil das Kalorienzählen ist natürlich mega nervig, machen wir uns nichts vor. So, der Tag startet mit einem Smoothie. Und zwar sind drin gefrorene Himbeeren, gefrorener Grünkohl. Dann sind drin Bananen, Äpfel, Granatapfelkerne, dann MSM-Pulver,
dann Kurkuma, also das Weiße ist hier das MSM-Pulver, Kurkuma, Hanfsamen, ungeschält natürlich für die Ballaststoffe, Weizengras aus dem Garten, getrocknet von vorigen Sommer, immer noch funktionstüchtig, und das ist Reisproteinpulver, und das war's, glaube ich. Ach ja, noch eine Grapefruit ist drin. So, und jetzt gibt es so einen Monstersalat, der ungefähr 1000 Kalorien hat, weil vor allem ja sehr, sehr viele geschälte Hanfsamen dabei sind. Ja, und zum Also machen bin ich heute wieder bei 1500 Kalorien gelandet, 500 Euro Smoothie, 1000 Euro dieser Riesensalat, und ja, eine Auswertung werde ich morgen oder übermorgen machen. Ich habe jetzt für mich so ein Grundgefühl entwickelt nach den 3 Wochen Tests und werde dann sozusagen ab nächster Woche wieder ganz normales Food Diary machen, ohne Kalorien. Und ja, es war ziemlich nervig, muss ich sagen, die 3 Wochen jetzt immer. Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass ich durch das Kalorienzählen auch ein bisschen meine normale Ernährung ein bisschen geändert hat. Aber wie gesagt, Resümee kommt dann sozusagen, werde ich morgen und übermorgen machen. Und natürlich hier dann im Video im Anschluss dann verlautbaren lassen. Ja, also 3 Wochen sind jetzt um. 3 Wochen habe ich Kalorien gezählt. Es war mega nervig. Aber ja, letztlich wollte ich ja für mich irgendwie ein Gefühl entwickeln. Und letztlich ist es so, dass jeder Tag anders ist. Da brauchen wir nicht reden, das war klar. Also es gibt jetzt nicht, ich tue jeden Tag so und so viele Kalorien und dann ist gut. Jeder Tag ist anders, auch vom Gefühl her. Das habt ihr ja selber auch mitbekommen. Und eins ist auch klar, 1400 Kalorien auf Dauer sind zu wenig. Merke ich, habe ich auf jeden Fall ein Hungergefühl. Andererseits war es auch so, ich habe, wenn ich das kumuliert habe, also zusammengerechnet habe und durch 7 geteilt habe, bin ich pro Woche immer unter 2000 Kalorien gewesen und war letztlich über die Woche hinweg zufrieden, weil es waren meistens so 2 Tage, wo ich mich ein bisschen überfressen habe und 2 Tage, wo ich halt ein bisschen zu wenig gegessen habe. Und ja, ich hätte aber eher gesagt so 1600 vielleicht, aber so errechnet habe ich dann 1800, so als wenn man es durchschneidet. Aber letztlich ist auch egal, weil ich zähle auch nicht weiterhin meine Kalorien, sondern ich wollte einfach für mich so vom Grundgefühl wissen, sind das die 2300 Kalorien, die sozusagen mein Arzt für mich ansetzt, tatsächlich das, was für mich den wirklichen Grundumsatz ausmacht. Also Grundumsatz bedeutet wirklich, ich habe keinen Hunger. Und da gibt es eine Marge, ne? Ich kann keinen Hunger haben und 1800 Kalorien zum Beispiel essen, und ich kann keinen Hunger haben und 2300 Kalorien essen. Ne? Nährstoffe muss ich aufnehmen, klar. Wie viel, das ist auch eine Diskussion, aber da, für die Nährstoffe reichen 500 Kalorien für die ganzen Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren. Ne? Darum müssen wir nicht reden. Es geht um die Energie. Und da habe ich jetzt für mich so nach den 3 Wochen einfach festgestellt, also 2300 sind es auf keinen Fall, das wusste ich auch vorher schon, das habe ich intuitiv gespürt. Aber es sind auch keine 1400 oder 1300, sondern das sind bei meinem Gewicht von 100 Kilo ungefähr, würde ich jetzt sagen, irgendwas zwischen 1600 und 1900 Kalorien. Aber ich muss es auch gar nicht beziffern. Für mich ist es nur wirklich wichtig, dass ich im Kopf jetzt habe, nee, nicht, weil man unbewusst ja dann trotzdem, man kann ja 2300 Kalorien pro Tag essen oder sowas. Und dann isst man das, obwohl man eigentlich keinen Hunger mehr hat. Und das war für mich wichtig, das rauszufinden. Und für mich ist jetzt in meinem Kopf, okay, zum Beispiel 1800 Kalorien ungefähr, das ist das, was gesund ist und was der Körper braucht wirklich, wenn du jetzt nicht zusätzlich noch sehr viel Sport machst. Und das habe ich für mich rausgefunden, und deswegen würde ich einfach sagen, Experiment beendet, und ich sage einfach mal 1800 Kalorien, wie gesagt, eine ganz beliebige Zahl für einen ganz beliebigen Menschen, das ist keiner, hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern nur für mich, das ist das, was ich sozusagen an Kalorien, also an Energie tatsächlich pro Tag brauche. Also auf jeden Fall weit weniger als das, was sozusagen allgemein hin angenommen wird. Das ist meine Erfahrung nach 3 Wochen, und ja, damit ist das Experiment beendet, und ab nächster Woche gibt es wieder ganz normale Food Diaries, und ja, das soll es gewesen sein. Macht's gut, eine schöne Woche, euer Christian.